Es gibt zwei Arten von Schlafproblemen. Die einen Menschen können nicht einschlafen, die anderen können nicht durchschlafen. Aber interessanterweise, die Ursachen für Typ 1 und für Typ 2 sind zum Teil völlig unterschiedlich. Warum du im Laufe deines Lebens überhaupt mit Schlafproblemen zu tun haben kannst oder vielleicht sogar wirklich unter einer Insomnie zu leiden hast, erfährst du unter anderem in diesem Video und natürlich auch, was du dagegen tun kannst. Mein Name ist Beth Anthony, ich bin Hypnosetherapeutin seit vielen Jahren und begleite Menschen dabei, ein glückliches, zufriedenes, gesundes, selbstbestimmtes, aber vor allem ein suchtfreies Leben zu führen. Das größte Problem an Schlafproblemen ist, dass es am Anfang meistens gar nicht vom Betroffenen oder von der betroffenen Person als Problem angesehen wird, weil nämlich der Stellenwert in unserer Gesellschaft, was Schlaf anbelangt, irgendwie keinen hohen hat. Ja? Wir denken uns, ja, wir müssen alle schlafen, das haben wir verstanden, aber wofür wir eigentlich den Schlaf brauchen, wissen schon die wenigsten. Es ist nämlich so, wenn wir über einen längeren Zeitraum unter Schlafproblemen zu leiden haben, dann leidet auch im wahrsten Sinne unser Körper extrem drunter und vor allem unsere Psyche. Es ist erwiesen, wenn wir längere Zeit einen schlechten Schlaf haben, dass wir zum Beispiel viel eher in ein Burnout zum Beispiel hineinschlittern oder dass sich unser Geist überhaupt nicht erholen kann. Weil du musst nämlich wissen, in der Tiefschlafphase oder in der REM-Schlafphase ist nämlich die Zeit, wo sich unser Gehirn unter anderem zum Beispiel entgiften kann. Und wenn sich unser Gehirn nicht entgiften kann, dann neigen wir zum Beispiel in späterer Folge dazu, dass wir zum Beispiel viel eher einen Herzinfarkt bekommen können oder einen Gehirnschlag. Aber nicht nur das, wenn wir einen unregelmäßigen Schlaf haben, können wir auch den Tag gar nicht verarbeiten. Und das ist viel wichtiger. Einerseits können wir das Erlebte nicht ins Langzeitgedächtnis abspeichern, weil wir immer aufwachen oder weil wir keinen erholsamen Schlaf haben. Und das bedeutet zum Beispiel dann auf längere Zeit nämlich das, dass wir dann vergesslich werden. Das merke ich immer an meinen Klienten. Die frage ich dann als Test, was hast du gestern gegessen oder was hast du letzte Woche erlebt? Und die können mir das gar nicht mehr sagen, weil sie in Wirklichkeit das, was sie erlebt haben, nicht mehr abspeichern. Und das führt dann auf Dauer zu einem großen Problem. Außerdem ist auch so quasi eine Psychohygiene findet statt während dem Schlaf. Also alle negativen Eindrücke, alle negativen Erlebnisse werden dann zum Beispiel von unserem Unterbewusstsein ins Positive umgewandelt. Also wir schlittern wirklich in eine ganz eigene Bahn hinein, wenn wir längere Zeit unter Schlafproblemen zu leiden haben. Deswegen sollten wir sehr schnell am Anfang reagieren, weil wenn sich das einmal zum Automatismus entwickelt hat, wird es immer schwieriger, da rauszukommen, weil natürlich das Unterbewusstsein sich denkt, aha, schlafen gehen bedeutet, dass es lange dauert, bis wir einschlafen und dass wir in Wirklichkeit nicht durchschlafen. Also wir bringen uns das dann selber bei. Das ist eigentlich das größte Problem. Aber eins noch auf die Gesundheit möchte ich noch erwähnen, bevor ich auf die Punkte dann eingehe. Was ganz wesentlich ist, der Schlaf ist das Wichtigste, ja, unter anderem für unser Immunsystem. Haben wir einen schlechten Schlaf, haben wir mit der Zeit ein schlechtes Immunsystem, ja, und sind natürlich viel anfälliger auf alles Mögliche. Ja. Wir sind viel anfälliger für Krankheiten, ja. Das muss uns bewusst sein. Das andere ist, wir schädigen auch extrem unsere Organe, wir können nicht so gut entgiften, also unsere Leber kann sich nicht erholen und wir können zum Beispiel nicht an Gewicht abnehmen. Das wissen wir auch, wenn wir schlecht schlafen, verlieren wir nicht an Gewicht oder können wir auch nicht unser Fett reduzieren. Das ist das Gleiche so wie beim Alkohol. Also Schlaf ist ganz wichtig und unsere Haut leidet auch drunter. Das ist das, was wir sehen. Schlafen wir gut, strahlen wir, bekommen wir Komplimente, haben wir sozusagen eine Scheißnacht gehabt, ja, dann schauen wir nicht gut aus, wir sind nicht gut drauf. Also es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das muss uns klar sein und das wollte ich jetzt irgendwie auch am Anfang ein bisschen deutlich machen.
Aber wie schaut denn das in Wirklichkeit so aus in unserer Gesellschaft? Wer hat denn da unter Schlafproblemen zu leiden? Sind es eher Frauen oder sind es eher Männer? Es sind eher Frauen. Und wenn Frauen unter Schlafproblemen zu leiden haben, also ich gehe da noch auf die Männer ein, ja, keine Sorge, wenn aber Frauen unter Schlafproblemen zu leiden haben, dann unter teilweise aus völlig anderen Gründen als Männer. Weil Frauen bekommen tendenziell durchschnittlich gesehen von der Statistik her ab dem 40. Lebensjahr Schlafprobleme und das steigt dann recht rasant an und sozusagen die Spitze ist dann ab 70 erreicht. Ja. Aber Frauen bekommen Schlafprobleme, weil sie zum Beispiel in einer Lebenskrise drinnen stecken, ja, weil sie unter Ängsten zu leiden haben oder aus Angst heraus, die erst ab der Nacht entsteht, ab der Dämmerung, dann eben einen unruhigen Schlaf bekommen, ja. Oder zum Beispiel aus depressiven Verstimmungen oder zum Beispiel halt auch wegen Alkoholmissbrauch, weil wir wissen, dass die Frauen den Alkohol 5-mal schlechter sozusagen vertragen als Männer. Also wenn Frauen einen Alkohol trinken und dann schlafen gehen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie zum Beispiel ein Schlafproblem bekommen als Männer, weil sie das einfach 5-mal schlechter verarbeiten. Der ganze Organismus verarbeitet es viel schlechter. Also der Körper einer Frau ist nicht für Alkohol gemacht, sozusagen. Ja. Männer aber steigen auch so ab 40 mit Schlafproblemen dann gravierend ein, aber die haben in Wirklichkeit Ein- und Durchschlafstörungen wegen Atemprobleme oder wegen Atemnot. Das ist nämlich ganz interessant, eben diese Schlafapnoe etc. etc. oder eben dieses Schnarchen. Ja? Also Frauen kriegen Schlafprobleme, weil sie in Wirklichkeit Probleme haben mit der Psyche, Ängste, Depressionen, Lebenskrisen. Und interessanterweise, diese Lebenskrisen beginnen dann eben tendenziell ab dem 40. Lebensjahr. Weil ab dem 40. Lebensjahr stellt man sich zum ersten Mal die Frage, hey, macht das überhaupt alles Sinn? Oder was mache ich da eigentlich? Oder welches Leben führe ich da in Wirklichkeit? Und das beginnt in Wirklichkeit ab 40 sehr stark. Ja? Also, dass uns das mal klar ist, weil Männer, die unter Schlafproblemen zu leiden haben, die sollten wirklich einmal zu einem Schlafprofi gehen, also zu einem Arzt, der sich wirklich mit dieser Materie auskennt, ja? Und sollte sich mal untersuchen lassen, weil die haben teilweise eben eine erschlaffte Muskulatur. Man führt auch natürlich Lebensstil auf diesen ganzen Atemprobleme zurück. Aber jetzt weiß man auch, dass schon, wenn Männer zum Beispiel zugenommen haben, dass dann der Hals auch zunimmt und dass sie deswegen Atemprobleme bekommen. Also ja, die sollten sich eher untersuchen lassen, ja, weil das ist, hängt oft gar nicht mit der Psyche zusammen, weil die auch ganz anders mit Gefühlen umgehen. Ja. Aber Frauen sind da viel offener und empfänglicher und deswegen gehört das auch meines Erachtens nach teilweise unterschiedlich therapiert. Ja. Das größte Problem ist aber halt nur, was ist denn normalerweise, wenn wir mit Schlafproblemen zum ersten Mal in Kontakt kommen, wir latschen zum Arzt, naja, was macht der? Der greift zu seinem besagten Block, ja, schreibt da was Schönes drauf. Wir gehen in die Apotheke und holen uns eben Erleichterung. Aber das ist ein ziemlicher Teufelskreis, weil deswegen geht ja die Symptomatik zum Teil nicht verloren. Und deswegen ändert sich ja nicht die Tatsache, dass wir in Wirklichkeit ein Schlafproblem haben. Bevor ich jetzt auf die nächsten Punkte drauf eingehe, möchte ich schon noch sagen, dass wir wissen, dass in Wirklichkeit, weil es steigt ja rasant an, mittlerweile hat ja schon mindestens jeder zweite Deutsche durchschnittlich einmal im Leben mit Schlafproblemen zu tun gehabt. Also es wird ein zukünftiges schlimmes Problem in der Gesellschaft werden. Fängt ja jetzt auch schon an bei den Jugendlichen. Und man führt das schon darauf zurück, dass die Menschen natürlich einen völlig anderen Lebensstil haben als noch vor 30 Jahren. Früher hatten die Menschen zum Beispiel Hobbys, haben um 16 Uhr zum Arbeiten aufgehört und haben sich dann in späterer Folge der Modelleisenbahn gewidmet oder der Briefmarkensammlung oder dem Fischen. Ja. Und das waren teilweise eben Beschäftigungen oder die Frauen jetzt mit Stricken und Häkeln. Also ich möchte das jetzt nicht so pauschal geschlechterspezifisch machen, da versuche ich immer aufzupassen. Aber so war es auch. Ja. Die Menschen sind nach der Arbeit zur Ruhe gekommen. Die haben geplaudert mit dem Liebsten oder mit der Liebsten und haben dann halt irgendetwas Gemütliches gemacht, haben vielleicht gegattelt oder sonst was oder sind einfach nur noch da gesessen und haben sich beschäftigt, vielleicht mit einem Buch. Tageszeitung hat man sich damals zum Teil noch gar nicht jeden Tag leisten können, hat man sich nur am Samstag gekauft. Also man wurde auch gar nicht berieselt mit diesen ganzen Schmoren. Also auf Deutsch gesagt, ja, sie haben vor 30 Jahren noch die Eigenschaft besessen, nach der Arbeit
auf normale Art und Weise runterzukommen. Man weiß jetzt einfach, dass die Menschen nicht mehr runterkommen. Und das ist einer der größten Probleme, weil der Körper verliert eben mit der Zeit zu wissen, wann ist Tag und wann ist Nacht. Und unser Körper ist so programmiert, dass er Nacht damit verbunden hat, indem wir auch ruhiger werden, langsamer atmen, stiller werden. Und wenn wir aber noch am Abend so 1000 Sachen uns anschauen und unser Gehirn bis zum Gehtnichtmehr reizen, naja, ist ja irgendwie logisch, dass wir dann irgendwie unseren ganzen Tag-Nacht-Rhythmus völlig durcheinander gebracht haben. Also es ist in Wirklichkeit sehr oft unser Stress und unsere neue Gesellschaft, die in Wirklichkeit uns furchtbar krank macht. Und das erste Zeichen sind Schlafprobleme. Was ich noch sagen möchte, ist ganz wichtig, Schlaf ist tendenziell schon auch immer ein Zeichen unserer Seele. Das müssen wir beachten. Vor allem die Klienten, die nicht durchschlafen können und dann wirklich 2-3 Stunden lang munter sind. Also das ist immer ein Signal, weil wenn wir gar nicht auf uns mehr reagieren, auf unsere Probleme, auf unsere Kindheitstraumata oder was alles sonst noch so in uns drinnen steckt, dann weiß der Körper und das Unterbewusstsein intuitiv, okay, dann wecke ich dich halt jetzt jeden Abend auf, dass du es endlich behirnst, dass du dich endlich deinen Sachen annehmen musst. Das ist wirklich so das Prinzip. Und wenn wir über längeren Zeitraum nicht schlafen können und sofort haben wir dann Probleme, Angst und Depression, dann müssen wir uns endlich diesen Sachen annehmen, weil das geht dann wirklich so lange, bis du dann sagst, okay, ich halte das nicht mehr aus, jetzt muss ich endlich was ändern in meinem Leben. Also so ist das schon. Okay, ich möchte jetzt mal auf den ersten Punkt eingehen, der ganz wenig erwähnt wird, warum wir eigentlich alle miteinander erstens mal viel zu spät ins Bett gehen und alle miteinander in Wirklichkeit gar keinen erholsamen Schlaf haben. Und daran ist das blaue Licht dran schuld. Was ist überhaupt dieses blaue Licht? Warum ist das so ein Problem für uns oder warum brauchen wir das überhaupt? Blaues Licht ist unter anderem in der Sonne enthalten. Blaues Licht ist aber auch hier enthalten. Blaues Licht ist enthalten in jedem Tablet, in jedem Bildschirm und vor allem in diesen ganzen modernen Fernsehgeräten mit diesen LED-Bildschirmen. Die strahlen das nämlich am meisten aus. Jetzt ist es so, dass dieses blaue Licht durch unser Auge aufgenommen wird. Also in unserem Auge sind unterschiedliche Zellen und da gibt es eigene Zellen, die dafür zuständig sind, sozusagen dieses blaue Licht aufzunehmen, und nehmen sie es nicht mehr auf, ist das ein Signal für den Körper, dass jetzt quasi unser Nachtrhythmus kommt und wir Melatonin ausschütten sollen. Dieses Melatonin brauchen wir, dass wir eben mit dem Körper runterfahren können und dann auf Deutsch gesagt müde werden und ins Bett gehen. Wenn wir aber permanent diesem blauen Licht ausgesetzt sind, was ja die meisten von uns sind, weil sie gehen mit diesem Gerät mittlerweile auch schon ins Bett und stehen mit diesem Gerät auch schon in der Früh auf, wird nämlich unser Körper völlig irritiert und kennt sich nämlich gar nicht mehr aus. Das Problem ist irgendwie, was ich sehr interessant finde auch, wir wurden zwar irrsinnig gewarnt, was diese UV-Strahlung anbelangt, die auch von der Sonne entsteht, und haben sie uns gesagt, ja, wir müssen uns von oben bis unten einschmieren, sonst bekommen wir alle Hautkrebs, aber kein Mensch macht uns darauf aufmerksam, dass diese Geräte in Wirklichkeit uns völlig, aber sowas durcheinander bringen und wir nicht nur nicht schlafen können, sondern auch extrem unsere Augen schädigen und wir ab dem 40. Lebensjahr schon proportional viel schlechter sehen, als was Oma und Opa vielleicht noch vor 50 Jahren hatten. Ja, also die kannten ja diese Geräte nicht und waren überhaupt nicht damit ausgesetzt. Also wir wissen überhaupt nicht, was das alles mit uns macht und keiner erzählt uns das. Also, wenn du unter Schlafproblemen zu leiden hast, ist es das Wichtigste, dass du dieses Ding 2 Stunden vorher abdrehst, aus deinem Bereich, aus deinem Leben rausgibst. Das hat dann nichts mehr da zu suchen. Weil solange wir da hineinschauen, ja, vielleicht auch noch am Abend im Bett sind und die ganze Zeit dieses blaue Licht in uns aufnehmen,
können wir gar nicht Melatonin ausreichend ausschütten und unser Körper glaubt die ganze Zeit, es ist Tag. Wir können auf Deutsch gesagt nicht pennen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir niemals, vor allem wenn du Schlafprobleme schon hast, niemals vor dem Fernseher einschläfst. Ja? Weil erstens mal wirst du auch permanent diesen Licht ausgesetzt und andererseits wissen wir doch, dass wir dann alle irgendwann einmal aufwachen, wegen dem Geräusch dann irgendwann einmal in einer gewissen Schlafphase dann erst recht wieder aufstehen müssen, erst recht wieder rausgerissen werden und dann irgendwie ins Bett taumeln. Also wir müssen uns zur Angewohnheit machen, wenn wir schon Probleme mit dem Schlaf haben, die Geräte zu verbannen. Die haben nichts im Schlafzimmer zu suchen und die haben auch 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr in deinem Leben zu suchen. Und ich weiß, das klingt dramatisch, aber das ist einfach halt Tatsache. Das kann man jetzt nicht verändern. Und man muss auch bedenken, dass die Jugendlichen schon den gleichen Schmarrn machen. Und Jugendliche bekommen ja jetzt schon Schlafprobleme. Und in Wirklichkeit ist das auf diesen ganzen Geräteschmarrn zurückzuführen, weil wir alle nur noch in dieses Ding hineingaffen und uns gar nicht bewusst ist, was das mit uns macht. Ja? Also dieses blaue Licht ist in Wirklichkeit extrem schädlich, weil es auch die stärkste Energie hat, ja, von diesem Lichtspektrum. Das ist extrem viel Energie. Das wühlt uns auf, das macht uns richtig fahrig. Ja? Das müssen wir abdrehen, dieses Ding. Ja, überhaupt ein bisschen achtsamer im Leben mit der Geräteschaft umgehen, ja? Und sich vielleicht wieder den Menschen, dem Real widmen, als dass ich mir jeden Abend anschaue, welches Blüschen oder Röckchen die Mimi von nebenan anhat. Das ist ja an sich eigentlich gar nicht so interessant. Der zweite große Punkt, warum wir in Schlafprobleme schlittern, ist, dass wir viel zu viel Stress haben in unserem Leben. Das sage ich in jedem Video, weil von Jahr zu Jahr verlernen immer mehr und mehr Menschen, was uns in Wirklichkeit gut tut. Uns tut gut, untertags aktiv zu sein, zum Beispiel einer Tätigkeit nachzugehen, die einem auch wirklich Spaß macht. Und dann, umso später wird, so ab 16, 17 Uhr, müssen wir unser System runterfahren, weil wenn wir das nicht runterfahren, bleiben wir viel zu aktiv im wahrsten Sinne des Wortes. Und unter anderem entsteht dann eben auch durch diesen Stress und durch diese Aktivität zum Beispiel unser Gedankenkreisen. Und Gedankenkreisen ist auch ein Verursacher, warum wir dann zum Beispiel nicht einschlafen können. Weil ihr müsst ja bedenken, dass unser Gehirn braucht ja auch mal Pause. Ja, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir 24 Stunden uns 1000 Nachrichten reinzwitschern oder 1000 Informationen, 50 Anrufe, 10 WhatsApp oder Kinder machen, weiß ich nicht, 100 WhatsApp am Tag, da geht's tak, 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 tak. Und dafür sind wir nicht gemacht. Und umso länger wir diesen ganzen Stress, Arbeitsstress, Hektik, modernes Leben, Nachrichten, Zuschauen, WhatsAppen, Instagram, Facebook und den ganzen Schmarrn machen, ist unser Gehirn die ganze Zeit erregt. Ja? Also das ist zu aktiv. Und wenn es zu aktiv ist und wir dann versuchen einzuschlafen, weil wir sagen, hoppla, scheiße, es ist jetzt schon wieder 11, ich muss jetzt schon wieder pennen, weil sonst schaffe ich nicht einmal 6 Stunden, weil morgen muss ich wieder in die Arbeit gehen, dann das muss einmal zur Ruhe kommen, dieses Ding. Weil wenn es nicht zur Ruhe kommt, dann meldet es sich. Irgendwann muss es das Zeug verarbeiten. Und wenn du immer nur wach bist und zu viele Informationen in dich hineinstopfst, aber proportional dann nur 6 Stunden schlafst und das nochmal unterbrochen, dann bricht das System zusammen. Dann bist du am nächsten Tag wieder gereizter, dann kommt das System schon untertags ins Wanken und am Abend kommt wieder die Ruhe nicht, weil du in Wirklichkeit dir schon Schlafstörungen durch einen falschen Lebensstil angewöhnt hast. Ja? Es ist Stress, Ärger, permanent das machen müssen und nicht am Nachmittag runterfahren, keine Bewegung, am Abend vielleicht noch essen, dann in die Röhre gucken. Das führt einfach alles zu Schlafproblemen. Also wir müssen schauen, dass wir uns immer mehr und mehr entstressen. Und in Wirklichkeit sind es nicht nur psychische Probleme, sondern auch unser Lebensstil. Und vor allem jetzt auch während dieser speziellen 2 Jahre, die Menschen setzen sich jetzt so
diesen Medien aus. Ja, das merke ich an mir selber. Ich habe vor dieser Zeit gar keine Medien konsumiert, bewusst, weil ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Aber jetzt permanent muss man informiert sein, was jetzt der gesagt hat oder wo man drauf kommt, was der gemacht hat oder der gemacht hat. Ja, es ist wichtig, aber wir merken ja, dass wir überhaupt nur noch, so wird das nichts. Also wir müssen schauen, dass wir runterkommen. Punkt 3, und das ist auch ein sehr wesentlicher und das finde ich sehr interessant, sagt auch die Statistik, wenn die auch wirklich wahr ist, das ist ja heutzutage auch immer so ein Thema. Aber was ich sagen wollte, ist die Wertigkeit oder die Wichtigkeit, was zum Beispiel eine Wohnzimmereinrichtung anbelangt, ist viel höher. Oder zum Beispiel, was ein Auto anbelangt, ist ganz wichtig, die Menschen. Oder was den Urlaub anbelangt, da sind wir bereit, Tausende von Euro auszugeben. Ja? Aber wenn du in die Räumlichkeiten reingehst, du siehst immer, die Küche ist ganz toll, das Wohnzimmer ist ganz toll und dann gehst du ins Schlafzimmer und das ist dann wirklich trostlos. Da hängt dann vielleicht noch die Wäsche dort. Da wird dann auch argumentiert, ja, das ist ja gut wegen der Luftfeuchtigkeit oder es ist völlig zugerammelt. Und vor allem, worauf ich hinauskommen will, die Menschen geben proportional am wenigsten fürs Bett aus. Ja? Und wir müssen bedenken, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir aber in so einem Bett. Ja? Also so ist es nicht. Also es ist natürlich schon noch die Couch wichtig, aber es ist ein Bett wirklich wichtig. Passt diese Matratze auf mich? Ja? Wie alt ist denn überhaupt dieses gute Ding? Das muss man regelmäßig wechseln, ja? Weil man liegt das ja auch ein. Welches Bett habe ich? Ist das mit 100.000 Schrauben voll? Zum Beispiel unlängst habe ich das so eine, über Betten einen Bericht gelesen, zum Beispiel die jetzt so überzogen sind, so mit so einer Lederoptik, die sind höchst giftig, die sind voll mit Giftstoffen. Ja? Also wo schlafe ich? Wie ist mein Raum? Ist der dunkel? Habe ich da 100.000 Steckdosen angeschlossen, einen Wecker, mein Handy, habe ich da vielleicht noch einen PC laufen? Wenn ich Schlafstörungen habe, muss ich mich wirklich auch darum kümmern, dass ich ein ordentliches Bett habe, was zu mir passt. Ja? Also wirklich den Fokus ein bisschen drauf richten, habe ich eine gute Matratze. Und dann das nächste ist auch, dass wir wirklich schauen müssen, dass dieser Schlafraum ein Wohlfühlraum ist. Wenn ich schon Probleme habe, muss ich darauf achten, dass der wirklich sich wohlig anfühlt. Also investiert einmal in euren Schlafraum, weil das macht irrsinnig viel aus, weil wir denken uns immer, ja, der ist ja völlig egal. Nein, der ist nicht völlig egal, weil dort verbringe ich ja, ich zumindest verbringe dort 7 bis 8 Stunden am Tag. Naja, so viel mehr, wir haben nur noch dann 2-mal mehr Stunden. Das ist die Zeit, wo du drinnen schläfst. Ja? Wie sind denn da die Geräusche zum Beispiel vom Schlafzimmer zur Straßenseite hin? Wie ist denn da das Licht? Weckt mich da in Wirklichkeit um 3 Uhr, um 4 Uhr irgendwie vom Nachbarn das Licht der Bewegungsmelder auf? Oder wie ist der Raum? Fühlt er sich gut, wenn ich da überhaupt hineingehe? Also wir müssen für diesen Raum wirklich auch ja, Geld ausgeben oder mehr, ja, dass wir sagen, okay, der ist wichtig, ja. Weil ihr kennt das, überall ist es schön in der Wohnung, aber der Schlafraum, das ist teilweise Chaos, richtig. Und Chaos ist nicht gut. Also kümmert euch einmal um eure Matratze. Das nächste ist, dass die meisten und ein hoher Prozentsatz in der Embryostellung zum Beispiel schlafen. Und das ist auch sehr interessant, wenn wir schon bei den Matratzen sind. Achtet auf eure Schlafstellung. Das ist auch oft der Grund, warum wir nicht schlafen können. Diese Embryostellung, glauben wir, dass wir die einnehmen, weil die natürlich ist, wie aus dem Mutterleib? Nein, die nehmen wir nicht deswegen ein, weil wir so in unserer Mutter drinnen waren, sondern wir nehmen die ein, weil wir untertags die ganze Zeit sitzen und diese selbe Sitzposition in der Nacht fortführen. Und das ist nämlich recht krass. Ja? Also wir schlafen in Wirklichkeit so, weil wir schon nur noch so in unserem Gehirn funktionieren, weil unser Gehirn sagt, okay, du sitzt den ganzen Tag, also bleibst doch sitzend im Bett, aber halt nur liegend in dieser Position. Ich hoffe, ihr versteht das. Versucht euch einmal, eure Schlafposition wieder zu finden. Ja? Eure richtige Babys schlafen entweder am Bauch und dann nachher am Rücken. Und das macht durchaus Sinn, ja, das wissen wir instinktiv, solange wir klein sind, können wir richtig schlafen und später
kommen dann tausend Sachen dazu. Wir wissen zum Beispiel auch beim Baby, dass es am Anfang viel besser ist, ihm gar keinen Kopfpolster zu geben. Wir brauchen das gar nicht. Ja? Also schau auf dein, sozusagen auf Kopfpolster, auf deine Matratze, auf deine Position. Probier mal aus, dich auszustrecken und nur am Rücken zu schlafen. Oder probier mal die Bauchlage aus. Ja? Also befass dich mit dem Schlaf. Was ist überhaupt gesunder Schlaf? Wie hat ein Schlafraum auszuschauen? Das ist oft ein Verursacher, warum wir nicht gut schlafen können. Jetzt möchte ich euch noch ein paar schnelle Tipps geben, die aber wirklich effizient sind, wenn ihr nicht schlafen könnt. Das Wichtigste ist und was extrem helfen kann, ist, sich ein Schlafritual anzugewöhnen. Ja? Ihr müsst bedenken, es hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ihr dann in ein ausgewaschenes Schlafproblem überhaupt gekommen seid. Es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis ihr wieder in eine andere Richtung kommt, in eine positive. Und was sehr wirkungsvoll ist, ist ein Schlafritual. Wozu brauchen wir denn das? Einerseits, ein Schlafritual können wir uns so gestalten, dass wir durch dieses Ritual schon langsam runterkommen und andererseits, und das ist ein wesentlicher Faktor, dieses Schlafritual wird dann so quasi zum Automatismus fürs Gehirn, dass das Gehirn weiß, aha, jetzt heißt langsam zu gehen. Ja? Also wir wollen einerseits uns selber beibringen, runterzukommen und andererseits wollen wir auch dem Gehirn das Signal geben, hey, ab dem Moment, wo ich das beginne zu machen, heißt das, dass du jetzt langsam zur Ruhe kommst und du mich dabei unterstützt, dass wir in den Schlaf finden können. Wie kann so ein Schlafritual ausschauen? Wichtig ist, dass du am Anfang dir eines zurechtlegst, was wirklich 2 Stunden lang dauert, weil wenn du zum Beispiel einer der erregten Gehirntypen bist, brauchst du 2 Stunden, bis du runterkommst. Ja? Du fängst zum Beispiel an, weiß ich jetzt nicht, Hausnummer, zum Beispiel nehmen wir doch die Babys als Beispiel her, ein Schlafritual ist bei den Babys, den Schlafanzug anzuziehen. Zum Beispiel auch zu wissen, ich habe die letzte Mahlzeit gegessen, dann gibt es nichts mehr. Wir schauen uns jetzt keine aufregenden Filme mehr an oder lesen irgendwelche aufregenden Bücher, sondern kommen eben langsam zur Ruhe. Wir können uns einen Kräutertee machen, der uns vielleicht ein bisschen hilft, und diesen Kräutertee schluckweise langsam drinnen. Wir können uns Musik machen, wir können Atemübungen machen, wir können Tiefenentspannung machen, wir können den Tag sehr soft Revue passieren lassen, wir können zum Träumen anfangen, aber eben keine erregenden Dinge fürs Gehirn machen. Ja? Also keine Telefonate, keine Diskussionen mit der Frau, keine, also alles, was einem aufregt, keine Informationen, vor allem jetzt nicht, finde ich. Also keine News, keine Nachrichten, kein Internet, kein blaues Licht oder so. Und das kannst du dir zurechtlegen, wichtig, wie du willst. Wichtig ist nur, dass es dir gefällt. Es muss dir gefallen, was du tust. Ja? Also wirklich schauen, ja, okay, was könnte ich denn da machen? Ein Kerzerl anzünden, da schaue ich mir dann an. Oder irgendeine Schlafmusik schon langsam im Hintergrund laufen lassen, die gewisse Frequenzen hat und so weiter und so fort. Und das beginnst du, du kreierst dir eins, nimmst vielleicht ein Blatt Papier her, setzt dich geistig damit auseinander, schreibst runter, was würde ich denn gerne am Abend tun? Und das machst du dann jeden Tag. Und ich sag dir, also jetzt um den Daumenprognosen abzugeben, ab dem 10. Tag wirst du wahrscheinlich viel leichter einschlafen können und wirst vielleicht auch gar nicht mehr aufwachen während der Nacht. Ja? Und ganz wichtig ist es auch, dass du zeitig beginnst. Wir gehen alle tendenziell viel zu spät ins Bett und da wären wir wieder mit diesem Tag-Nacht-Rhythmus. Ja? Es kommt auch darauf an, welcher Schlaftyp du bist. Aber zur Ruhe kommen am Abend 2 Stunden lang, kann schon extrem helfen und das wirkt extrem. Probiert das aus. Was natürlich ganz wichtig ist, keinen Alkohol. Ich weiß, aber der Alkohol verursacht Schlafprobleme, die Schlafprobleme verursachen wieder, dass wir am nächsten Tag Alkohol trinken. Also wir müssen das mit dem Alkohol auf die Reihe bekommen, natürlich alle anderen Substanzen genauso. Dann das Essen ist ein großes Thema. In unserer Gesellschaft steckt so ganz fix das drinnen, dass wir am Abend essen müssen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich glaube, das haben sie uns total eingeredet, dass wir dann noch kränker werden, weil es ist einfach bewiesen, alle, die 100 Jahre alt werden, hören im Durchschnitt um 17 Uhr zum Essen auf. Also hört auf,
schwere Dinge am Abend zu essen. Fangt an, 2 Stunden vorm Schlafengehen mindestens nichts mehr essen. Oft das Essen lässt uns aufwachen. Ich merke das doch selber, wenn ich am Abend wo eingeladen bin und ich esse dann, ich wache oft auf. Erstens mal stoßt mir das ganze Zeug noch auf, weil das viel zu fett war oder was. Oder ich wache auf, ich wache einfach auf, weil ich so einen Bauch habe. Essen lässt uns nicht durchschlafen. Also schaut, dass ihr nicht zu viel esst. Schaut, und das ist ganz wichtig, dass ihr genug ausreichend Sauerstoff unter Tag bekommt. Weil wir wissen, Sauerstoff, mangelnder Sauerstoff, da bekommen wir auch ein Problem mit dem Schlafen. Bewegung. Ja, nicht eben vorm Schlafen gehen, sondern eben untertags Bewegung. Bewegung ist einer der Helferlein. Ja? Wenn du dich bewegst, ausgepowert hast, du schlafst. Ich hoffe natürlich, dass dieses Video für euch eine Unterstützung war. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert, mir einen Daumen hoch gebt oder einen Kommentar hinterlasst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bedenkt immer, Veränderung ist immer möglich. Alles Liebe, Bad Anthony.